Boris Rhein kämpft derzeit an zweierlei Fronten. Während er sich in Frankfurt im Wahlkampf um die Nachfolge Petra Roths befindet, stellt er sich als amtierender hessischer Innenminister der Bedrohung der öffentlichen Sicherheit. Extremismus, Terrorismus. Um sich den Herausforderungen der bestehenden Bedrohung zu stellen, werden die Spezialeinheiten der hessischen Polizei zukünftig mit 60 zusätzlichen Einsatzkräften ausgestattet. Ab 1. Februar besteht das Kontingent an Spezialeinheiten in Hessen damit aus 300 Mann. Ein Schwerpunkt liegt dabei insbesondere auf der Bekämpfung des islamistischen Terrors. Wir haben keine konkreten Hinweise auf konkrete Anschlagsziele, aber wir haben Hinweise darauf, dass sich das Bedrohungsszenario verändert hat. Es geht nicht mehr vor allem um Anschläge durch Sprengstoffattentate, sondern es kann durchaus auch darum gehen, dass Geiselnahmen geplant werden, um damit beispielsweise politische Forderungen zu erpressen oder auch um Geld zu erpressen. Und darauf muss die hessische Polizei sich einrichten, das muss die hessische Polizei trainieren und dafür müssen die Spezialeinheiten gerüstet sein. Von der Schlagkraft der entsprechenden Einsatztruppen konnten sich heute auf einem Trainingsgelände Fotografen und Kamerateams ein Bild machen. Die Sozialdemokraten sehen darin eine öffentliche Inszenierung. Das Problem ist, dass Boris Rhein ganz offensichtlich seine Funktion als Innenminister missbraucht. Er versucht, mit spektakulären Bildern in Frankfurter OB-Wahlkampf zu punkten. Das verträgt sich nicht mit seiner Funktion und es ist auch ein unanständiger Akt gegenüber den hessischen Polizistinnen und Polizisten. Deswegen sollte dieser Termin nicht stattfinden. Den Minister lassen derartige Vorwürfe kalt. Das ist Teil des Wahlkampfes, es ist Teil von Krawall und damit muss man umgehen können. Ich jedenfalls brauche nicht Polizisten, um mich hier, oder brauche nicht die Kulisse von Polizisten, um meinen Wahlkampf zu betreiben. Innenminister kann seine Arbeit nicht einstellen. Innenminister muss seine Arbeit immer fortführen und das werde ich auch in den nächsten Monaten so tun. Und dann müssen wir schauen, wie die Wahl in Frankfurt ausgeht. Aber meine Arbeit werde ich unter keinen Umständen einstellen. Ob Oberbürgermeisterwahlkampf und Amt für Boris Rhein vereinbar sind, bis zum Abend des 11. März werden sich die Parteien darüber wahrscheinlich noch streiten.